Grüß euch, liebe FIFA-Freunde. Endlich geht's los mit den Wager-Matches hier im Ultimate Team. Und den ersten Kandidaten, den sehen wir schon ganz vorne an oberster Front. 87er Thomas Müller, International Man of the Match. Ich werde heute spielen gegen den Julius AK Village Power und sein Team. Das gucken wir uns jetzt mal an. Wunderbar, da haben wir ihn doch schon. Ist genau wie wir ein Bundesliga-Team mit einem Inform Hummels, mit einem International Man of the Match groß. Und der spielt mit zwei Spitzen. Vorne habe ich gesehen, dass Lewandowski da steht. Der Neumünchner. So, ich glaube, wir haben Heimrecht. Das heißt, wir spielen im St. James Park zu Newcastle. Und der gute Julius hat Anstoß. Mal schauen, ob ich mich hier heute einigermaßen ordentlich aus der Affäre ziehen kann. Bin ja, wie ihr alle wisst, nicht unbedingt der beste FIFA-Spieler. Es geht sofort in die Richtung und den müssen wir erstmal klären. Jetzt über Rafinha, rechte Seite, Błaszczykowski, der Dortmunder, das dauert zu lange. Das dauert zu lange, da hat Marco Reus, oh, jetzt fängt er ja schon an zu tricksen. Kommt da vorbei an seinen Mannschaftskollegen, jetzt David Alaba, den hat er auch in der Mannschaft. Klasse, Pass wieder auf Reus, der flankt den jetzt nach innen, Lewandowski. Ja, erste Möglichkeit hier, geht in den Abendhimmel Newcastles und wir haben den ersten Abstoß. Also ich glaube, das wird heute schwer gegen ihn. Also der zockt es wahrscheinlich ein bisschen öfters, zieht den Ball hier nach hinten mit Lewandowski. Jetzt gegen 5, Alaba hat ihn nicht. Alaba muss ihn klären, Flanke kommt. Och Leute, da kommt ja keiner ran. Da geht keiner hoch, 7. Minute. Robert Lewandowski mit der Führung. Das werden wir jetzt nochmal sehen. In der Wiederholung. Alaba hat den doch im Prinzip. Verliert ihn und ja, Hummels guckt zu und der kleine Rafinha hinten. Was soll er da machen? Geht in die kurze Ecke. René Adler, den wir am Tor haben. Überhaupt keine Chance. Und jetzt liegen wir hinten. Ich bin gespannt, wie wir das machen. Och Mann, da fängt es dann sofort wieder so an. Nach dem Anschluss und Ballverlust. Hummels jetzt. Nicht nur die Mannschaft wirkt nervös, ich auch. Nächster Ball, der weg ist. Lewandowski jetzt auf dem Flügel. Berbaspin kommt da vorbei und das klären wir gut. Jetzt eventuell mal einen schnellen Angriff nach vorne, wenn er unsortiert ist. Linke Seite, Marco Reus, den wir ja auch drin haben. Also wenn einer es schaffen kann, dann er. Und schon wieder die nächste Möglichkeit. Und es ist erneut der polnische Nationalspieler Robert Lewandowski. 11. Minute. Das sieht ja fast aus wie Bundesligist gegen Kreisligamannschaft. Und wieder ist unser Keeper vom HSV, René Adler, ohne Möglichkeit. Ist er jetzt schon weg, der Thomas Müller. Also, das sieht nicht gut aus. Zur Vollständigkeit halber muss ich euch noch erzählen, dass der Julius hier den Jasper Cillessen, International Man of the Match, gesetzt hat gegen Müller. Das konnte man nicht sehen, weil er natürlich logischerweise nicht in der Bundesliga-Mannschaft passt, ganz klar. Oh, das habe ich mal gut hinbekommen jetzt mit Schweinsteiger. Aber wenn man die Pässe sieht und vor allen Dingen das ist auf seinen Mannschaftskollegen, dann fragt man sich allen Ernstes, was ist hier los? Jetzt haben wir es mal anscheinend unter Kontrolle. Ich stelle da ein bisschen was rum, weiß selber nicht was. Nächster Ballverlust, Schweinsteiger mit dem Übersteiger. Hummels ist ganz alleine. Ach Mensch. Hier darf heute jeder mal. 16. Minute. Der Roboter, ja ganz so alt ist er noch nicht, dass er künstliche Gelenke bräuchte. Der Weltmeister, der hier die Kapitänsbinde führt. Die sind alle meilenweit weg. Jetzt entscheidet sich meiner hinzugehen. Dann ist es logischerweise zu spät. Viertelstunde vorbei. 0:3 hinten. Also ich glaube, jetzt benötige ich hier schon ein mittelgroßes Fußballwunder, um das noch umzubiegen. Aber selbst die einfachsten Pässe kommen nicht an. Vielleicht müsste man die tief spielen. Ich habe keine Ahnung. Ich probiere es dann mit dem hohen Ball. Groß. Auf Błaszczykowski. Marco Reus nimmt ihm den Ball wieder ab. Zieht da durch, als wäre es gar nichts. Und Mats Hummels beendet den Spuk erstmal. Schweinsteiger. Ich bin ja schon fast froh, wenn wir über die Mittellinie kommen. Mit Ball am Fuß. Müller. Da ist er mal. Das Objekt der Begierde. Dante. Gegen Alaba. Die kennen sich auch sehr gut. Aus München. Also man sieht schon, wir haben relativ ähnliche Spieler in der Mannschaft. Na, Fafan, Aubameyang, jetzt vorne mit dem Dribbling in der Mitte, langer Ball und das sieht da schon wieder nicht gut aus. Der Verteidiger gegen Reus, der ist natürlich auch schnell ohne Ende. Mit dem Scoop-Turn da außen, zurückgezogen. Tänzchen an der Außenlinie, dann muss einer helfen und dann können wir es erstmal klären.
Waschikowski treibt den Ball jetzt selber mal nach vorne. Aber ihr seht's, lange halten wir den nicht. Das sieht so ein bisschen aus wie Brasilien gegen Deutschland im Halbfinale der Weltmeisterschaft. Eine Mannschaft, der merkt man die Freude wirklich an. Und die andere, die weiß gar nicht, was ihr geschieht. Ich kann mir die ganze Sache schönreden, kann sagen, ich habe jetzt schon seit fast einer Viertelstunde kein Gegentor mehr kassiert. Toni Kroos, Ball nach vorne, Lewandowski gegen Rafinha. Was macht er? Schusstäuschung, sehen wir das vierte jetzt. Nee, der lässt sich nach außen abtragen, in die Mitte jetzt nochmal. Och Gott, Leute, der Seitfallzieher da findet nicht sein Ziel. Genauer gesagt, die Beine Alabas finden den Ball nicht. Mann, 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 da schmeißt er sich hin. Das ist zu einfach, das ist zu wenig. Bisschen Kampf, jetzt Aubameyang tankt sich da durch. Mann, 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 was habe ich mir hier zugemutet? Ich glaube, das war keine gute Idee mit den Wager-Matches. Ich bekomme hier gnadenlos die Grenzen aufgezeigt. Natürlich Anschauungsunterricht für alle diejenigen von euch, die noch gegen mich spielen wollen. Wie man das am besten macht. Alaba. Gegen Rafinha, der grätscht. Ich versuche es da. Aber selbst das klappt nicht. Ball quer durch den Strafraum und so einen Fehler darf man nicht machen. Jetzt ist Adler endlich mal am Ball. Und nämlich nicht erst dann, wenn er das Ding aus dem Netz holen muss. Der kommt sich heute vor wie ein Berufsfischer. So oft wie der da irgendwas aus den Maschen zehren muss. Nächster Ballverlust. Man braucht es ja fast gar nicht zu erwähnen. Das ist wirklich nicht gut. Galgenhumor stellt sich ein. Thomas Müller versucht das Tänzchen jetzt. Hätte er weiterspielen sollen. Wird gestört. Ball weg. Jetzt Neuer. Aber das wirkt halt alles immer so leicht. Du hast bei Neuer nie die Angst, dass da irgendwas schief geht. Das war auch bei der WM jetzt wirklich so. Zumindest ging es mir so. Marco Reus. Ganz einfach. Jetzt noch mit dem Hackenjob. Kommt da auch vorbei. Aber Javi Martinez endlich mal mit einem gelungenen Einsatz. Thomas Müller, Doppelpass mit Schweini. Was macht er jetzt? Ball verlieren. Ganz einfach. Ja, die Leute fangen schon an zu pfeifen. Jetzt fängt er da mit der Hacke an in der Mitte. Dante. Ja, ist ja gut, Leute. Ich gebe ja mein Bestes. Jetzt mal mit Błażejkowski. Und jetzt der Ball durch. Aber ist wurscht. Kommt er nicht hin. Alaba arbeitet mit den Händen. Reus natürlich genauso. Und der Manuel Neuer hat den Ball. Jetzt mit Lahm über die rechte Seite. Aubameyang. Der Flügelflitzer. 95er Pace. Das ist eine Hausnummer. Da kommt von mir keiner so richtig mit. Aber ist auch klar, da kommt 95% des Spiels nicht hinterher. Jetzt, Leute, kommt schon. Schweinsteiger ist auch nicht der Schnellste. Kann er sich da behaupten? Habt ihr gesehen, was der Hummels zieht? Das ist Wahnsinn. Spielt den Ball mal ins Aus. Einwurf in gefährlicher Position. Jakub Błażejkowski. Schweinsteiger auf Nummer sicher gehen. Den Ball halten jetzt. Dachte ich. Aber Rafinha hat andere Pläne. Schiedsrichter pfeift hier zur Pause. Ja, damit hat's angefangen. Das war die erste Szene. Gott, man darf sich das gar nicht angucken. Sofort weiter. Sofort weiter. Null Chance. Nicht nur sprichwörtlich, sondern auch wirklich im Spiel. Ich habe kein einziges Mal aufs Tor geschossen. Wo soll denn das noch enden? Wo soll denn das noch enden? Toni Kroos, aber nicht meiner, sondern der des Gegners von Village Power. 90% Pässe, die angekommen sind. Jobson, wer ist Jobson? Ist das ein 5-Sterne-Hampelmann? Ich glaube schon. Für Aubameyang. Oh! Leute, wie kann man so einen Fehler am Startstoß machen? Der Fafan versucht sich dadurch. Hummels, gib den Ball wieder her. Also das ist schon Slapstick hier. Und da haben wir ihn gesehen. Der sieht so ein bisschen aus wie Aruna Kone. Ich weiß nicht, ob ihr den noch kennt. Mit den blonden Haaren. Müller. Mensch, der ist so gut. Das ist so eine starke Karte. Und die werde ich wahrscheinlich in weniger als 45 Ingame-Minuten verloren haben. Wenn nicht hier jetzt schnell irgendwas passiert. Sieht nicht so aus. Die Fans eben ein bisschen milde gestimmt aufgrund der Halbzeit. Geht wieder los mit der Pfeiferei hier. Javi Martinez. Langer Ball. Das ist mal klasse gespielt. Toni Kroos. Kann er sich da durchsetzen? Die Nummer 11. Super Tänzchen. Jetzt zurückgelegt. Was machen die denn da? Um Himmels Willen. Jetzt ist es abseits. Jetzt haben sie es da vergondelt. Das ist herzallerliebst, wie das ausschaut. Ist nicht viel. Ist nicht viel. Habt ihr gesehen. Aber das reicht dann eben, um einen Pfiff zu rechtfertigen.
immerhin scheinen die jetzt mal das zu machen, was ich möchte, nämlich mal draufgehen, ein bisschen Druck machen, hier jetzt auch im Mittelfeld. Da ist er wieder, Martinez, der Spanier. Ja, unbeweglich langsam ist er. Er soll einfach hinten abschirmen. Dafür ist er in der Mannschaft. Aber der Rest ist heute einfach das Problem. Wir haben am Anfang schon die Gegentore kassiert. Es geht nach vorne sehr wenig groß. Jetzt mit dem Ball nach vorne. Das ist ein super Ding. Neuer kommt raus. Wir haben die zweite Chance, Schweinsteiger. Und wieder der Nationaltorwart. Das war doch zumindest mal eine Chance. Jetzt macht er hier mit Chopsen seine Spirenzchen. Geht in die Außenlinie. Chop. Dante hat genug davon. Geht erstmal dazwischen. So, Philipp Lahm mit dem Einwurf. Geht viel zu einfach mal wieder. Farfan, der Schalke auf der rechten Seite. Kommt er zum Flanken? Kommt er zum... Nein. Wir können stören. Aber stören reicht eben nicht. Wir liegen hinten. Jetzt ist faul gepfiffen. Gegen ihn. Gegen Chopsen. Marco Reus. Lass dir mal was einfallen jetzt. Toni Kroos. Das ist noch einer, der mir am besten gefällt in der Mannschaft. Kann sich auch mal durchsetzen. Meine Fresse, das kann man da oben von Błaszczykowski nicht behaupten. Rafinha und der Pole, das ist irgendwie so eine Schwachstelle da. Geht wenig nach vorne und sehr, sehr anfällig hinten. Wieder Ball weg. Wieder Ball weg. Jetzt wieder super gespielt auf dem Flügel. Hummels kommt da nicht hin. Und jetzt aufpassen da hinten. Seid ihr denn von allen guten Geistern verlassen, Leute? Dante im Zusammenspiel oder eben nicht Zusammenspiel mit dem Ball und René Adler hier. Der Adler, der haut den fast noch weg, den Dante. Gibt die Ecke. Also ich glaube, das ist eins der schlechtesten Spiele, was ich jemals gemacht habe in FIFA 14. Junge, Junge, Junge. Tut mir leid, dass ihr das sehen müsst, aber da steckt man halt nicht drin. Nächster Schuss, der ist aber harmlos. Den hat Adler. Relativ sicher. Jetzt haben wir mal Platz rechts. Also Błaszczykowski gesehen. Jetzt zünde mal den Turbo. Bekommt den Ball wieder. Oh, dass ich das mal erleben darf. Ich heute mal den Ball wieder bekomme. Also das Momentum ist natürlich ganz klar nicht auf meiner Seite. Kann man sich vorstellen. Dante, klasse Kopfball. In der Mitte haben wir Platz. Ungewohnt viel Platz. Jetzt wieder Toni Kroos gegen Farfan und Konsorten. Der Peruaner zu leicht. Ein Ballverlust. Lässt er mich jetzt hier spielen? Toni Kroos. Och. Den muss man machen. Da gibt es keine Entschuldigung. Ein schussgewaltiger Spieler mit so viel Technik wie Toni Kroos mit dem Finesse-Shot hier versucht. Den muss er machen. Dann steht es 1:3. Dann haben wir noch knappe 20 Minuten zu spielen. Und vielleicht dann noch die Chance. Ich meine, es wäre ja nicht das erste Mal, dass ich ein FIFA 14 Spiel sehe, das nach 3:0 nochmal eng wird. Nicht von mir, aber von geschätzten Kollegen. So, och, Jane, komm. Da musst du einen Kasten Bier ausgeben, wenn es so weitergeht hier. Wenn du mich so bloßstellen willst. Jetzt ein Foul von Dante in der Mitte. Ich wollte gerade schon anfangen zu meckern. Ne? Da kann man mal Geld vergeben. Hat er dann auch gemacht. Hier sehen wir das nochmal. Ja, aber man sieht halt einfach den Unterschied. Die sind giftig. Ganz entgegengesetzt meiner Mannschaft. Da haben wir nochmal Müller gesehen. Der bekommt jetzt auch den Ball. Thomas Müller, jetzt zeig mal, was du kannst. Schieß den Ball, Alaba. Und man mag es ja nicht glauben. Ich habe tatsächlich nicht nur aufs Tor geschossen. Nein, ich habe den auch sofort reingemacht. Nicht sofort. Das war der zweite Schuss. Das hier war der erste. Der Müller. Glanztat von Neuer, da kann er halt dann nichts für, dass da hinten dann einer steht, der ihn abstauben kann. Ja, zumindest ein bisschen Wiedergutmachung, dass es hier nicht ein Desaster gibt. Rabona Fake und jetzt nochmal hier ein... Meine Güte, Skulpturen, alles mögliche, ich kann das gar nicht so schön aufzählen. Der Zidane-Trick, das Roulette und das ist das vierte Tor. Ja, es wird so sein. Es wird so sein. Der hat mich spielen lassen. Der hat mich mal Torschießen lassen, zumindest ein paar Torchancen. Und ja, meine Fresse, man könnte meinen, ich hätte in meinem Leben noch keinen FIFA gezockt, noch keinen Controller in der Hand gehabt oder ich würde mit Tastatur hier rumklotzen. Wo das auch eine Beleidigung wahrscheinlich ist für diejenigen, die das wirklich drauf haben, mit Tastatur zu spielen. Ganz früher weiß ich noch, da musste ich das auch zu den FIFA-Anfängen, FIFA 98 und so. Ach, das reicht doch nie im Leben. Das reicht doch nie im Leben. Jetzt aber Alaba durch sein Tor scheint doch ein bisschen angestachelt zu sein. Zumindest er. Ja, der bremst ihn mit den Eiern ab. Kein Thema. Der Schweini. Ball nach vorne. Das könnte für uns... Nee. Der Błaszczykowski, der bleibt stehen. Zumindest bekommen wir den Einwurf. Was macht er? Purzelbaum.
Oder er hat getrunken, keine Ahnung. Meine Fresse, der nächste Ball, der nach vorne geht. Da ist ja auch keiner mehr. Ich habe so komplett offensiv stehen. Was macht er? Auf der Arsch, den Torwart. Und das war zu viel. Boah, ist das peinlich. Ist das peinlich. Das war eine Schusstäuschung mit einem 5-Sterne-Skiller. Ich weiß nicht, wie man das nennt. Also ob das dann eine bestimmte Bezeichnung gibt. Aber das habe ich schon mal gesehen. Reus, ich versuche das auch mal ein bisschen jetzt hier. Das ist ja auch ein Spieler, das kann. Und 4-Sterne-Skiller. Der gute Marco, der leider bei der WM zugucken musste. Thomas Müller, die letzten Minuten laufen. 85. Na, das war mit Sicherheit nicht so geplant gewesen. Von David Alaba. Gibt nochmal den Einwurf für uns in guter Position. Sofort ausgeführt. Blaschikowski durch die Mittelflanke kommt. Was jetzt? Anscheinend ein Foul. Ja, der zieht schon wieder die Karte. Er zieht schon wieder die Karte aus der Tasche. David Alaba. Da haben sie den ersten gezeigt. Ne, das war eine andere Situation. Konnte ich jetzt gerade nicht mehr sehen. Groß. Einfach mal reinflanken. Hinten stehen welche. Da stehen zwar welche, aber bekommen den Ball nicht. Jetzt wieder dieser Jobson, der es probiert. Den Ball haben wir erst und dann verlieren wir wieder. Roulette nach links raus. Das geht so einfach. Robert Lewandowski, den haben wir lange nicht mehr gesehen. Kann er vielleicht noch ein Tor nachlegen? Vorerst nicht. Das müsste Abschluss sein. Hoffe ich zumindest für Hummels. Ja. 90. Minute. Also wir haben es jetzt. Muss man sagen, ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß an dem Spiel. Also zumindest diejenigen, die mich gern verlieren sehen, mit Sicherheit. Und das war nicht nur verlieren, das war heute echt meine Demütigung. Aber sie war auch wirklich da mal verdient. Ich meine, manchmal ist so eine Abreibung dann sinnvoller als ein knappes 0:1, dass man einfach sieht, wo die Schwächen liegen. Und bei mir, ich habe wahnsinnig viele. Die Hauptschwäche ist, glaube ich, einfach hinten. Na, wie kann man nach 16 Minuten schon 3:0 hinten liegen? Da ist das Spiel natürlich komplett am Arsch. Um es mal wirklich drastisch auszudrücken. Nächster Ballverlust. Aber es kommen auch bei ihm die Pässe nicht mehr. Letzte Aktion des Spiels. Jetzt dürfen sie wieder pfeifen. 1:4. Baumader gegen Village Power. Gratulation. Ja, also verdient hier den Müller abgestaubt. Ja, der Toni sieht nicht gerade begeistert aus. Der Spieler von Real Madrid. Da haben wir die Noten. Schaut einfach mal drauf. Alaba, der Torschütze, 7,5. Ansonsten kann man das komplett in die Tonne kloppen. Da ist ja überhaupt keiner gut gewesen. Müller noch 6,8. Dante, Hummels. Rafinha war der Schwachpunkt, 5,2. Und da haben wir die Mannschaft unseres Gegners. Schweini, 8,8. Farfan, 8,8. Ja. So, ich würde sagen, wir hören uns gleich wieder bei der Übergabe. So, meine Lieben, da seht ihr das Trauerspiel. Goodbye, lieber Thomas Müller, hat Spaß gemacht. Und ich hoffe euch auch beim Zugucken. Bis demnächst, euer Baumi. Macht's gut.